Hi, willkommen zu einem neuen Style-Video. Ich wollte dieses Video schon so lange abdrehen, aber irgendwie habe ich es nie geschafft. Und eigentlich soll es um meine Frühlings-Sommer-Garderobe gehen. Aber mittlerweile ist es so warm, dass ich gar nicht weiß, ob es sich lohnt, euch die Jacken und so weiter zu zeigen. Aber ich zeige sie euch einfach kurz. Dann haben wir das Ganze abgehakt. Aber das sind so meine absoluten Basics, meine Staples, die ich immer im Kleiderschrank habe, die ich immer auch da haben muss, mit denen ich andere Teile kombiniere oder ich kombiniere die Teile hier auch untereinander natürlich, so wie in meinem letzten Video auch, was ich euch gezeigt habe zum Thema Herbst-Winter. Und ich würde sagen, wir beginnen, weil ich habe alles, also Jacken, Oberteile, Hosen, Röcke, Taschen und da unten sind auch noch Schuhe. Ich beginne mit Oberteilen, würde ich sagen. Und zwar habe ich hier einmal, da fragt ihr auch immer ganz oft danach, dieses Oberteil hier von H&M tatsächlich, und ich finde, es sieht, das heißt, es sieht nicht so aus, aber es sieht super, super hochwertig aus, könnte von sonst woher sein. Also ich liebe dieses Top, das habe ich letztes Jahr, glaube ich, gekauft. Ich glaube letztes oder vorletztes Jahr. Auf jeden Fall ist es nicht aktuell, aber das gibt es immer noch im Online-Shop und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Was ich daran liebe, ist, wie vielseitig das ist. Es ist mit dünnen Trägern, schwarz, gibt es in verschiedensten Farben, hat hier diese Spitze und dieses seidige Material. Es ist super luftig, es lässt sich im Sommer zu allen möglichen kombinieren. Jetzt zum Beispiel bei mir hier mit einem Rock, mit Shorts, mit Hosen, mit allem eigentlich. Man kann das super casual stylen oder eben auch sehr, sehr schick natürlich. Und was ich daran liebe, im Gegensatz zu anderen Oberteilen, ist, dass es verstellbar ist. Die Träger sind verstellbar und das ist für mich super wichtig. Und ich finde, das müsste eigentlich jedes Top haben. Das ist so ein Basic-Top, würde ich sagen, was eigentlich bei jedem im Kleiderschrank funktioniert. Das ist jetzt stellvertretend für so ein bisschen was Süßeres, ein bisschen, was heißt trendiger, aber einfach ein bisschen verspielter und kann auch in Farbe sein. In meinem Fall ist es jetzt schwarz-weiß kariert, aber ihr kennt von mir meine ganzen Off-Shoulder-Tops und so weiter in Blau und Rot und so weiter. Die wollte ich euch jetzt nicht nochmal zeigen, weil sie nicht mehr aktuell sind. Ich weiß nicht genau, ob das hier noch aktuell ist, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, euch was Ähnliches rauszusuchen. Und zwar ist das ein ganz, ganz luftig, so leinartiges Material, Oberteil mit eher breiteren Trägern, was super ist, weil man es auch mit einem normalen BH kombinieren kann. Was ich sehr wichtig finde, hat hier oben diese Schleifen. Auch da wieder super, weil man das eben verstellen kann. Also selber die Schleife bindet da, wo es eben zusammenhalten muss. Und hat hier nochmal diese doppelte Lage, wie ich das liebe. Ist relativ kurz geschnitten, aber im Sommer trage ich eigentlich immer alles reingesteckt. Und das habe ich zu allem Möglichen kombiniert. Bei Instagram beispielsweise mit meiner liebsten Jeans, die ich euch gleich noch zeige. Aber auch das kann man mit Shorts, mit Röcken, mit allem Möglichen kombinieren. Finde ich super süß. Was natürlich nicht fehlen darf, Basic-T-Shirts. Es ist gar nicht so einfach, das perfekte oder ein gutes Basic-T-Shirt zu finden. Ich habe das ja auch getestet und es ist gar nicht so einfach, weil ich finde, gerade bei weißen T-Shirts ist es noch schwerer, weil die oft durchsichtig sind, dann sieht man den BH durch oder was auch immer. Und es sieht einfach nicht so hochwertig aus. Bei dem ist es nicht der Fall. Das ist jetzt von den Other Stories und da habt ihr so eine kleine Aufschrift drauf in Gelb. Das finde ich super süß. Das ist sehr schlicht geschnitten, also sehr boxig und auch eher lange Ärmel. Ansonsten liebe ich auch das, was ich gerade trage. Das ist von ASOS. Das habe ich schon Jahre und es ist so eine tolle Qualität, weil ich das wirklich schon 100.000 Mal gewaschen habe, mehrere Jahre habe und es ist immer noch wie neu, habe ich auch in Weiß. Ich liebe, das nennt sich, glaube ich, Boyfriend-T-Shirt oder so, diese hochgekrempelten Ärmel. Das ist auch ein bisschen enger geschnitten als das hier, was sicher einige wesentlich schmeichelnder finden. Und auch das ist so lang wie das, also ganz normaler Schnitt. Das gibt es aber, glaube ich, auch ab und zu mal in Cropped. Gerade absolut nicht relevant, I know, aber vielleicht wird es ja nochmal kalt. Ich will es euch auf jeden Fall gezeigt haben. Für mich absolutes Spring, auch Summer Essential, ist ein Longsleeve, was man auch einfach abends drüber ziehen kann oder an sich, wenn es kühler ist. Was ich auch ganz gerne mag, ist was Langärmliches zu kombinieren mit was Kurzem, also mit Shorts oder einem Rock oder so. Finde ich sehr, sehr cool. In meinem Fall ist es jetzt gestreift und es kann natürlich auch Unifarben sein oder auch so ripped, finde ich auch super cool. Das hier müsste jetzt, glaube ich, noch aktuell sein, ist
blau-weiß gestreift hat, aber diese roten Akzente, was ich sehr, sehr schön finde und was das Ganze so ein bisschen besonderer macht. Mit einer Bluse im Sommer kann man nichts falsch machen. Ich habe eine ganz ähnliche, also eine ähnliche Farbe von And Other Stories aus Seide, die ist aber gerade in der Wäsche. Und ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich will halt niemanden irgendwie traurig machen, wenn ich euch Sachen zeige, die man nicht bekommt. Ich hoffe, dass man das noch bekommt. Auch von den Other Stories, aber aus diesem Jahr. Und zwar finde ich an dieser Bluse toll, dass es im Prinzip wie 2 in 1 ist. Gleichzeitig wie so ein ganz dünner Blazer im Prinzip vom Look. Aber man kann es eben auch als Bluse anziehen. Es ist natürlich ein bisschen mehr ausgeschnitten, aber ich finde das super cool vom Look. Und was ich auch sehr, sehr gerne trage, ist das schwarze Top drunter. Dann guckt so ein bisschen spitze raus, ist nicht ganz so weit ausgeschnitten und ich finde auch diesen Layered Look sehr, sehr schön. Hieran mag ich auch wieder, dass es so dieses seidige Material ist, super luftig, man schwitzt nicht darin und auch das lässt sich sehr, sehr gut zu allen möglichen kombinieren. Als Jacke getragen eher casual und als Bluse getragen eher schick. Und dann kommen wir fix noch zu den Jacken. Die hier ist wohl noch am ehesten für die Temperaturen geeignet, auch hier wieder. Ein sehr, sehr schönes, leichtes Material, so leinstoffartig und perfekt geeignet auch von den Farben jetzt für, für das Wetter. Das ist eine Jacke bzw. ein Blazer von H&M. Ist eine kleine Sneak Peek, weil ich wollte den Haul noch abdrehen, aber hier seht ihr schon mal mein neuestes Stück von H&M. Ich glaube, das ist Everyday, die Kollektion. Super cool, weil es so ein bisschen oversized geschnitten ist, aber nicht zu sehr. Hat auch keine Knöpfe oder so. Es ist wirklich für den Sommer super geeignet und nicht ganz so formell. Dann habe ich diesen Trenchcoat schon eine Weile und ich wollte den vor 100 Jahren kürzen lassen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Deswegen wundert euch nicht über die Clips, wo ich ihn anprobiere, wie das aussieht. Aber er ist eben noch zu lang für mich, aber den mag ich sehr, sehr gerne, weil der einfach so ein bisschen mehr oversized geschnitten ist. Und wir hatten jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen wieder ein bisschen regnerisches Wetter und auch ein bisschen kühler. Und da trage ich so einen Trenchcoat sehr, sehr gerne. Und gleichzeitig finde ich auch, dass so ein Trenchcoat irgendwie das Outfit immer ein bisschen interessanter macht. Der ist jetzt von den Other Stories. Und dann nur ganz schnell gezeigt, die Jacke seht ihr wahrscheinlich in jedem Styling-Video, von All Saints, meine Lederjacke, die Belfern heißt sie. Gibt es in verschiedensten Mustern und Materialien und Farben. Ich liebe diese hier, die habe ich jetzt auch schon lange und die trage ich wirklich in jeder Saison, im Prinzip zu jeder Jahreszeit. Und die kann man auch wieder mit allen möglichen stylen und das Ganze wird einfach so ein bisschen lockerer. Kommen wir zu dieser Seite, die Hosen und Röcke. Da habe ich einmal, es ist nicht die gleiche Hose, aber sie sitzen sehr ähnlich. Beide sind auf jeden Fall Levi's Shorts. Das hier ist auf jeden Fall wirklich Vintage gewesen. Ich glaube nicht, dass es eine 501 ist. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil es nicht mehr draufsteht. Aber es war so eine Vintage-Hose, die abgeschnitten wurde. Und die habe ich in Südafrika, random, auf einem Markt gekauft. Und die liebe ich total. Und ich habe nach einer ähnlichen gesucht und habe dann in Chicago diese hier gekauft. Wie ihr sehen könnt, die ist noch ganz neu. Ich habe sie noch nicht mal gewaschen. Das ist auch von Levi's, eine auf Vintage gemacht. Das ist die Wedgie. Wie also die, zu der ich gleich komme, die ich jeden Tag trage, aber als Shorts. Und das war für mich so absolute Selling Point, weil ich liebe an der Wedgie, eben dieser Wedge, den vielleicht einige nicht mögen, aber dass es eben so ein bisschen reingeht in den Po, klingt jetzt richtig bescheuert, aber dadurch, dass es nicht so flach auf dem Po liegt, sieht der Po auch nicht flach aus, sondern das betont das unten einfach so ein bisschen. Es sieht so ein bisschen peachy aus und so juicy, saftig, aber eben nicht zu doll oder so, nicht komplett, nur eben unten so ein bisschen, genau richtig einfach. Also da haben sie sich echt was dabei gedacht bei dieser Form. High-waisted geschnitten. Ich finde auch toll, dass das hier hinten wirklich anliegt. Auch ziemlich used ist der Look von diesem Rock, Hosenrock, Skort, wie auch immer man es nennen möchte, von Zara. Ich zeige es nur kurz, einfach weil ich es euch gezeigt haben wollte, dass ich finde, dass auch ein Rock in meine Garderobe gehört. Aber vor allem entweder Midi-Röcke oder wenn es kürzere sind, wirklich mit einer Shorts drunter, weil da fühle ich mich nicht so wohl, wenn man da so runtergucken kann oder wenn man Bahn fährt und so weiter, das finde ich ganz schrecklich. Daher ist das für mich das perfekte Zwischending. Also unten die Shorts
Und oben dann aber drüber sozusagen dieser Rockteil und auf der anderen Seite, also hinten genauso, Hose drüber Rock. Und das finde ich wesentlich irgendwie komfortabler und ich fühle mich sicherer. Ich liebe, dass der weiß ist und den trage ich auch sehr, sehr oft. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ihn auch im Sale gekauft, weil ich nicht den ganzen Preis dafür zahlen wollte, weil ich nicht wusste, ob ich Röcke trage. Aber ich liebe ihn und ich glaube, wenn alle Röcke so wären, würde ich mehr Röcke tragen. Und dann natürlich muss ich noch kurz das erwähnen. Habt ihr, glaube ich, auch im letzten Herbst-Winter-Wardrobe-Video gesehen, glaube ich, oder? Bestimmt. Auf jeden Fall ist das die lange Wedgie-Jeans von Levi's. Ich liebe die Farbe, ich liebe den Schnitt. Auch hier wieder am Po sitzt sie super schön und ist eben nicht wie andere Mom-Jeans oder Mom-Jeans, dass sie so komplett breit ist unten, also so breit aufgeht, sondern hier ist sie noch so ein bisschen enger und erst unten rum sozusagen wird sie so ein bisschen weiter, ist definitiv super komfortabel. Je länger man sie hat, desto weicher wird sie auch. Ist eben wirklich eine wertige Jeans. Dann ein neueres Modell für mich. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Die ist von den Other Stories. Habe ich jetzt aber auch schon eine Weile. Trage ich sehr oft. Ist so ein ganz klassisches Mittelblau. Und die Hose ist definitiv enger geschnitten rundherum. Auch oben am Bein. Die ist super stretchy, super bequem. Und ich habe die unten abgeschnitten, wie ich das meistens mache. Und unten ist die aber auch nicht so mega skinny Jeans, sondern eher so slim fit. In meinem Fall eher schon fast straight. Deswegen mag ich die ganz gern. Und dann sind wir jetzt noch bei Accessoires und Schuhen. Einmal meine Taschen, weil viele fragen, wo die her ist. Auch da, ich zeige sie euch nur kurz, die ist von Zara aus dem letzten Jahr. Die habe ich rauf und runter gesucht und eine von euch hat sie mir dann reservieren können in einem Store in Berlin. Und ich war super froh darüber, ich liebe sie, aber ähnliche Taschen gibt es gerade wirklich in jedem Shop. Natürlich darf nicht fehlen meine wahrscheinlich liebste Tasche, weil sie mir mein süßer Pablo geschenkt hat. Und ich bin so, so froh, dass in Other Stories unsere Gebete erhört hat und sie wieder im Shop erhältlich ist. Sie sieht nicht ganz so aus, weil meine ist natürlich schon sehr abgetragen. Aber ich liebe diese Patina, die die bekommen hat. Ist auch so eine Korbtasche in der Art, aber eben nicht aus so einem richtigen Bastkorbmaterial. In so einem Beige bis Camel, würde ich sagen. Auf jeden Fall, je älter sie wird, desto mehr wird sie mittelbraun. Man kann den Henkel auch zum Beispiel einstellen, was ich mega gut finde. Das ist bei der nicht der Fall. Und deswegen liebe ich die total. Ich habe die jetzt schon mehrere Jahre, trage die jeden Frühling, Sommer. Ihr seht sie auch immer an mir. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Und dann haben wir es gleich. Schuhe. Einmal meine Sandalen, die ich immer trage. Also wenn Sandalen im Alltag sind, dann immer die, weil ich schön schnell reinschlüpfen kann. Die passen zu einem, sie sind schwarz. Super simpel. Die sind von den Other Stories, auch aus dem letzten Jahr. Aber Gott sei Dank auch wieder in den Shop gekommen. Und ich weiß, es ist wahrscheinlich super viel in Other Stories, aber es ist einfach irgendwie mein Laden und ich liebe einfach die Qualität. Die liefern irgendwie immer ab. Man muss manchmal wirklich durchforsten, aber ja, ihr seht ja eindeutig, dass ich gute Sachen oder für mich meiner Meinung nach gute Sachen gefunden habe, die mir passen, die mir stehen. Diese Schuhe sind, glaube ich, meine meistgetragenen Schuhe, auch von den Other Stories aus dem letzten Jahr. Ich glaube, es gibt die oder ähnliche wieder im Shop. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die super bequem. Ich finde sie super schick. Ich trage sie aber auch im Alltag, weil der Absatz nicht so hoch ist. Ich hasse Absätze und unbequeme Schuhe. Das geht für mich gar nicht. Und die sind wirklich super bequem. Aber noch bequemer geht's immer. Und ich habe mich endlich dazu durchgerungen, mir Converse zu holen, und zwar diese Low Chucks. Ich habe immer die High Tops gehabt, aber die finde ich viel, viel besser, auch für meine Körpergröße und so weiter. Die sind in weiß, aber in manchem Licht sehen sie irgendwie cremefarben aus. Verstehe ich nicht so ganz. Seitdem ich sie habe, trage ich sie wirklich jede Woche. Ich liebe die, die passen zu allem, machen alles irgendwie so ein bisschen, ja, locker und casual, aber irgendwie auch so ein bisschen maritim und casual schick. Und ihr wisst, das ist so mein Vibe und deswegen liebe ich die total. So, genug gequasselt. Das war's zu meinen Basic-Teilen für diesen Frühling, Sommer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir sehr, sehr gerne, ob ihr auch ein Trendvideo zum
Frühling, Sommer diesen Jahres sehen wollte. Natürlich kann man diese Basic-Teile super kombinieren mit dem einen oder anderen Trend und die habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf und ich denke, dass man das ganz cool kombinieren kann. Also schreibt mir das auf jeden Fall, wenn ihr das sehen wollt, dann zeige ich euch so meine liebsten Trends, die ich meiner Meinung nach auch umsetzen kann, ohne dass ich mich verkleidet oder so fühle. Und dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Schreibt gerne, falls es irgendwelche Sachen nicht mehr gibt, Alternativen, die ihr vielleicht gefunden habt oder besitzt, in die Kommentare. Gerade auch dieser Squat, also dieses Shorts mit Rock drüber. Ich glaube, darüber würden sich viele, viele freuen, weil es einfach mega praktisch ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.